بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Die Frage lautet: Wann muss ich Ghusl machen, wenn ich diese Flüssigkeit bekomme? Damit gemeint diese Sperme. Man muss erstens wissen, dass es drei Arten von Flüssigkeit gibt. Bei Frauen und auch bei Männern. Es gibt Al-Madi und Al-Wadi und Al-Mani. Von Al-Wadi und Al-Madi braucht man kein Ghusl zu machen, sondern nur ganz normal diese Tropfen, diese Gelüste oder diese Tropfen von Gelüste einfach wegmachen und Wudu machen, und dann kann man damit beten. Weil Ali radiallahu anhu hat auch das Problem gehabt. Keine Madda'an. Er bekommt viel diese Madi. Und da hat auch andere Sahabi zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt, damit er diese Frage stellt. Was ist, wenn jemand viel Madi bekommt? Sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadda. Das heißt einfach nur, dass du dein Organ einfach nur wischt und Wudu machen, und damit kannst du beten. Und auch bei viele Brüder, wenn die nur diese Tropfengelüste bekommen, die denken, dass man auch Ghusl machen muss. Und das ist falsch. Du brauchst nur den Platz sauber machen und das war's. Und du kannst einfach nur Wudu machen und damit beten. Weil auch genauso auch ist für einen Sahabi radiallahu anhu passiert. Sahel ibn Hunayf radiallahu anhu qal: Kuntu alqa min al-madji shiddah. Das heißt, kana kadhalika madda, und er bekommt auch diese Flüssigkeit. Wa kana yaghtasil. Du hast immer Ghusl gemacht. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنات رسول الله صلى الله عليه وسلم gefragt يا رسول الله was soll ich machen, ich habe immer so gemacht, ich habe immer Ihtisal gemacht, wenn ich diese Flüssigkeit bekomme. Sagte ihm Muhammad صلى الله عليه وسلم إنما يجزيك من ذلك الوضوء. Das heißt, hat ihm gesagt, reicht dir, wenn du nur Wudu machst. Subhanallah. Das heißt, hat ihm nicht gesagt, nein, musst du Ghusl machen. Al-Ghusl muss man machen, nur wenn wir diese Sperma bekommt. Oder wenn wir diese Sperma bekommen. Bei Beischlaf oder zum Beispiel du hast eine feuchte Traum und solche Sachen, dann in diesem Fall du musst Al-Ghusl hier machen. Von diesen zwei musst du nicht, brauchst du nicht. Aber von Al-Mani muss man Al-Ghusl machen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.